Zum Kinostart von Ich einfach unverbesserlich 3 hat Universal die ersten beiden Filme in 4K für das Home Entertainment veröffentlicht. Dementsprechend habe ich hier die 4K Ultra HD Blu-ray zum ersten Teil aus dem Jahre 2010 und die 4K Blu-ray zum zweiten Teil aus dem Jahre 2013. Diese beiden Veröffentlichungen werden wir uns jetzt in den kommenden Minuten genauer ansehen. Schauen wir uns als erstes den ersten Teil an und was da natürlich sofort ins Auge springt, ist der wundervolle Schuber. Universal ja nach wie vor der einzige Verleiher in Deutschland, der seine 4K Blu-rays mit einem Schuber schmückt, beziehungsweise mit Schubern beschmückt. Und ich nehme den Schuber mal ab. Natürlich mit Pappe, aus Pappe, aber die Glanzschicht auf dem Frontcover, beziehungsweise der ganze Schuber ist mal mit so einer Glanzschicht bei den 4K Blu-rays überzogen. Das sieht echt immer wahnsinnig schick aus und sehr edel. Hier oben dann bei der 4K Blu-ray, beziehungsweise das 4K Ultra HD Logo, das ist auch hier glänzend. Und da ist sogar das Ultra HD Logo geprägt, wie ihr sehen könnt. Richtig cool. Auf dem Spin dann das Ich einfach und verbesserlich Logo mit dem Ultra HD Logo. Ein kleiner Minion und das Universal-Logo. Auf der Rückseite hätten wir dann natürlich wieder die Universal-Aussage, beziehungsweise das, was auf jedem Schuber war, auf jeder Blu-ray auf dem Cover oben drauf gedruckt ist, viermal schärfer als HD. Es sind natürlich auch diese drei Mini-Movies dabei, wie auf der normalen Blu-ray-Infobeschreibung, was man braucht, um den Film in 4K leben zu können. Und auch hier dieser Silberstreifen, wie der leuchtet und glänzt, sieht echt sehr schön aus. Die Blu-ray-Film-Extras und Features sind natürlich dieselben wie bei der normalen Blu-ray-Veröffentlichung. Wir haben in Deutsch und Englisch auf der 4K Blu-ray ein Upgrade, was den Ton betrifft, nämlich eine DTS:X-Spur. Und auf der normalen Blu-ray haben wir ganz normal eine 5.1-Tonspur. Ansonsten soll uns das jetzt weiter nicht kümmern. Schauen wir uns jetzt die normale Armory an. Natürlich eine schwarze Hülle, eckig das Ganze. Sehr cool auf jeden Fall mit dem silbernen Schriftzug, was immer der Fall ist. Das Cover sieht natürlich genauso aus. Was immer ein bisschen unnötig ist, dass man da oben nochmal hier hat, 4K Ultra HD plus Blu-ray, weil das steht ja schon hier oben, ist ja halt dann ein bisschen doppelt. Ansonsten noch das Illumination Entertainment Logo, das Siegel sieht jetzt auch nicht so schön aus und das enthält drei Mini-Movies, das hätte man auch entfernen können, eigentlich ganz ehrlich, mit dem Wendecover. Das würde dann etwas schöner aussehen, aber ansonsten ist das Cover halt nicht so ausgefeilt oder so kreativ, weil halt da die Hälfte davon weiß ist. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht schlecht. Ansonsten natürlich wieder hier das Spin, dasselbe wie auf dem Schuber. Die Rückseite ist auch komplett identisch mit dem Schuber. Dann öffnen wir das Ganze mal. Da ist natürlich ein UV-Code mit dabei, den habe ich schon eingelöst. Auf der Rückseite wieder ein Werbeflyer für Universal 4K Ultra HD Blu-ray Veröffentlichungen und was man braucht, um einen Film in 4K leben zu können. Dann haben wir die zwei Discs. Die Blu-ray-Disc ist gleich geblieben, ist dieselbe wie bei der Originalveröffentlichung. Und die 4K-Disc, richtig cool, hat ein neues Cover bekommen mit Motiv, nicht wie bei anderen Verleihern, wo dann da einfach schwarz ist und sämtliche Flatschen. Das ist zwar hier auch der Fall, sämtliche Logos, Freigaben aus anderen Ländern, was ziemlich hässlich ist, aber immerhin haben wir ein Cover. Man muss ja schon das Gute sehen und das sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Dann tue ich mal hier den Code wieder rein und das Ganze zurück in den Schuber. Und das war auch schon Ich einfach und verbesserlich 1. Zum 4K muss ich sagen, es sieht besser aus. Es ist eine leichte Verbesserung, aber die normale Blu-ray ist schon vom HD her so scharf. Und das sieht bei einem Animationsfilm eh schon richtig gut aus. Dass ich sagen muss, dass es sich hier nicht unbedingt lohnt, nochmal 30 Euro zu zahlen, nur für ein kleines 4K-Upgrade. Das HDR ist zwar gelungen, die Farben sind kräftiger und das Ganze ist noch bunter, als es eh schon ist. Aber man muss jeder für sich selber entscheiden, ob das einem das Ganze wert ist. Aber es sah auf jeden Fall sehr gut aus. Dann haben wir jetzt hier den zweiten Teil. Da gefällt mir das Cover etwas besser mit den drei Minions. Mache ich den Schuh auch gleich mal wieder kurz ab. Der sieht auch wieder sehr cool aus. Ansonsten von der Verarbeitung her mit dem glänzenden 4K-Logo. Das Ganze geprägt ist natürlich Standard bei den Schubern. Sieht bei allen gleich aus. Dann hier der Spin. Die Rückseite. Natürlich wieder mit den Informationen, was man braucht, um den Film in 4K leben zu können, ist halt identisch. Mit dem ersten Teil muss ich jetzt eigentlich nicht alles nochmal zeigen. Tonspur, das Ganze ist auch alles identisch. Dann schauen wir uns noch schnell die Emery an. Mit demselben Cover, das Ganze auch alles identisch. Da haben wir auch wieder, das enthält drei Mini-Movies, das hätte man auch entfernen können. Ansonsten sieht das sehr gut aus hier von der Emery und das Ganze. Auf der Rückseite dann auch das Ganze wieder gleich. Und wenn wir das Ganze öffnen, hätten wir wieder einen UV-Code und wieder die zwei Discs. Einmal die normale Blu-ray-Disc und wieder das Logo von vorne auch auf der 4K-Disc drauf, was richtig cool ist. Beim zweiten Teil ist es ähnlich wie beim ersten. Da verbessert sich es von der Schärfe her ein bisschen von der Klarheit. Aber hauptsächlich geht es da um die Farben, um das HDR. Das wird ja echt viel schärfer. Ansonsten war es das mit meiner Vorstellung von den zwei 4K-Veröffentlichungen. Links dazu sind in der Infobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst.